Moin Leute, heute mal ein etwas außergewöhnliches Video, denn ich habe mir die Mirella geschnappt. Wir haben uns Bravos gekauft aus der Vergangenheit. Die ist vom 18. September 1975. Weit vor unserer Geburt. Außen drauf steht, so viel wissen Bravo-Leser von Liebe und Sex. Das heißt, wir werden jetzt einen Einblick erfahren, was... Was hat man in den 70ern... Was wussten unsere Eltern im Endeffekt? Guck mal, früher hat man doch bestimmt so in den 70ern saß man dann so zusammen, also vielleicht nicht Jungs und Mädchen, und man saß so zusammen und hat sich so gegenseitig aus der Bravo vorgelesen. Ja, oder so. Soll ich dir mal vorlesen? Ja. Zentrale Reporter fragten Bravo-Leser, die gemischte Schulklassen besuchen. Wow, das musst du nochmal betonen. Das war noch was. Gemischte Schulklassen. Also da habe ich gar nicht dran gedacht. Früher gemischte Schulklassen waren noch was Besonderes. Also, Günther, 15 Jahre, ist auch anscheinend, hat zu viele Girls in der Friendzone. Ein 15-jähriger Günther kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Günther sagt, die Mädchen in meiner Klasse kenne ich viel zu gut. Die interessieren mich nicht. Hä? Ja, Friendzone. Ah, oh, er braucht mehr Mystery. Er muss die erobern. Oh, hier, Rudolf. Rudi. Der sagt, bei einer Party tanze ich schon mal mit einer aus meiner Klasse, aber mehr ist nicht drin. Wie alt ist er? 15 auch. Die sind alle 15 hier. Hier die Ergebnisse der Bravo-Umfrage. Ah, du kannst mal schätzen, okay, was dabei rauskam. Ja. Ich stelle jetzt die erste Frage und du musst sagen, wie haben die Leute 1975 darauf geantwortet? Ja. Also, was bedeutet das, der Austausch... Was? Ich fange nochmal an. Also, 1975 wurden Jugendliche gefragt, was bedeutet eigentlich das Wort Beischlaf? Erstens, Austausch von Zärtlichkeiten, zweitens, zusammen in einem Bett liegen, drittens, Geschlechtsverkehr, viertens, weiß nicht. Was würdest du sagen, wie viel Prozent... Was ist denn die richtige Antwort? Weißt du nicht, was Beischlaf bedeutet? Geschlechtsverkehr. Weiß ich nicht. Wie du aber so... Weiß ich nicht, was bedeutet. Okay, also was sagst du? Du sagst Geschlechtsverkehr. Was glaubst du, wie viel Prozent aller Jungen und Mädchen hätten damals gesagt, Beischlaf bedeutet Geschlechtsverkehr? Boah, das ist ja richtig schwer. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie gar nicht mal so blöd alle waren. Ich würde mal sagen, also wenn die richtige Antwort Geschlechtsverkehr ist... Peinlich. Ich bin voll aufgeklärt, ja. Ich glaube, die richtige Antwort haben so 35% genommen. 47%. Wow! Oh, hier steht übrigens auch, wer alles schon geknickert hat. Was heißt knickern? Beischlafend. Wer sagt denn knickern? Austausch von Zärtlichkeiten. Ich wollte erst sagen, aber ist ja auf YouTube hier, wird ja wieder demonetarisiert dann. 9% aller 16-jährigen Jungen und 18% der 16-jährigen Mädchen hatten schon mal Sex. Das heißt also, Mädchen fangen früher damit an. Ich glaube, da hat sich heutzutage auch nicht... Meinst du 9% bei 16? Nein, ich meine nur, dass die Frauen als Mädels tendenziell eher Sex haben als Männer. Ja. Ich weiß es nicht, aber also das finde ich... Ich muss sagen, die wussten echt viel, aber haben es halt nie gemacht. Heute ist es genau umgekehrt. Man hat keine Ahnung, wie es geht. Einfach rein. Ich finde es süß, dass sie hier aufteilen in Zärtlichkeiten über der Gürtellinie und Zärtlichkeiten unter der Gürtellinie. Mhm. Füße anfassen oder was? Ich bin noch nicht so weit. Oh, Sprechstunde bei Dr. Jochen Sommer. Der hieß damals noch Jochen Sommer, der hatte noch einen Vornamen. Was ist denn eigentlich Bumsen? Ich lese gern Bravo und habe Wichtiges über Liebe gelesen. Ich dachte, in diesem Heft steht endlich mehr drin als nur über Sex und das ins Bett gehen. Aber da stand was in einem Extrakasten, was mir so gar nicht gefallen hat. Lauter solche Ausdrücke. Und meine Schwester 12, die las das auch und fragte, was denn eigentlich Bumsen und Ficken und Antauchen wäre. Und das meine ich. Man war damals nicht so, ja, wie sagt man, nicht so konservativ, aber man hatte so ein Wertesystem. Da schreibt einfach ein 15-Jähriger an die Bravo, ey, sorry, aber bei euch geht's zu viel um Ficken und Bumsen. Könnt ihr mal was über Liebe schreiben? Mega süß. Süß. Ich war erschrocken, dass auch dieses interessante Heft in den Schmutz gezogen wurde. Oh, so eine gute Bravo. Was ist jetzt aus euch geworden? Wie alt ist die Person? Renate. Oh. 17. Die ist ja schon alt. Dr. Sommer antwortet Renate, wetten, dass mehr Leute mit solchen deftigen Ausdrücken von Liebe und Sex reden, als mit der piekfeinen Lexikonsprache. Oha. Und die feine Sprache funktioniert im direkten Sprachgebrauch überhaupt nicht, weil sie weder menschlich noch zärtlich ist. Beischlaf zum Beispiel, wissen Leute ja, gar nicht, ja, weder menschlich ist. Noch zärtlich. Ja. Bumsen, viel zärtlicher. Da sind mir deftige Ausdrücke schon lieber. Hauptsache, sie kommen aus echtem Gefühl. Mensch, habe ich mit der geschlafen.
Passt zwar nicht überall hin, kann aber liebevoll und mit Respekt gemeint sein. Mensch, habe ich mit der geschlafen. Mir ist nach Bumsen, Schatz, ebenso. Steht da echt ebenso? Ja. Wie mir, sagst du es denn? Mir ist nach Bumsen. Leider nein. Tatsache ist, dass wir keine nette Sprache dafür haben, nur Jargon oder wissenschaftliche Ausdrücke. Weißt du, was ich mich jetzt gerade frage? Man bekommt ja nur heutzutage mit, ja, die Jugend ist so verroht und alle reden immer nur in so einem schlechten Jargon und so. Aber nach dieser Zeitung haben ja in den 70ern, sind ja alle nur rumgelaufen und haben gesagt, so, ich hab die Alte gebumst. Ja, Bravo ist schuld. Oder auch so untereinander in der Beziehung haben die so gesprochen, ja, wollen wir ficken? Sagt doch kein Mensch. Ja, steht ja da. Ja, weil die Bravo das sagt. Ja, und du glaubst ja Bravo nicht, oder was? Nein. Also, pass auf. Super crazy Geschichte. Ich fasse mal kurz zusammen. Überschrift ist heimliche Liebe zu einem Italiener. Kurze Geschichte. Mein Freund ist 19 und Italiener. Mein Vater ist sehr streng. Meine Mutter ist gestorben und mein Vater will wieder heiraten. Aber mein Vater kann das Wort Italiener nicht mehr hören. Und wenn, dann sieht er rot. Ne? Also klassischer AfD-Wähler. Und dann kommt's. Sie hat sich trotzdem mit einem Italiener getroffen. Erstmal. Und sie hat extra geschrieben, ich gehe ja nicht mit ihm ins Bett. Erst hatte ich 4 Wochen Ausgangsverbot bekommen. Dann sah mich mein Vater doch mit ihm und er verprügelte mich. Nun sehen wir uns heimlich so und ich kann nicht mit meinem Vater darüber sprechen. Schreibt Erika 16. Bitte. Pass auf. Pass auf, jetzt wird's richtig krass. Dr. Sommer antwortet Erika. Du bist schon genauso verbiestert wie dein Vater. Er macht sich deinetwegen vor Sorgen krank, aber du forderst ihn mit deinem Verhalten dauernd raus. Das hat der Vater selbst geschrieben. Der Vater ist krass, Dr. Jochen, oder? Sommer. Dann bestraft er dich und du kannst dich über ihn beschweren. Dieses schlimme Spiel werdet ihr weitermachen, bittes Knall. Oh. Und dann schreibt, die Bravo ist das fies. Dann schreibt die Bravo total apologetisch. Dabei geht's gar nicht darum, dass dein Freund jetzt Italiener ist. Tatsache ist, dass sich Vater und Tochter das Leben gegenseitig zur Hölle machen. Nein. Nur Dr. Jochen Sommer macht das Leben hier schwer. Wow. Vor allem, du musst halt überlegen, die hat sich halt den Mut genommen, das zu schreiben und hat irgendwie Hilfe erhofft. Weil sie verprügelt wird zu Hause. Ja, und weil sie wahrscheinlich auch sonst niemanden hat, irgendwie, an den sie sich wenden kann. Und dann stell dir vor, du kaufst in die Tasche und liest sie. Ja. Bringst dich doch um. Und dann schreibt die Bravo, du könntest dich also einfach nicht mehr mit dem treffen, aber das willst du nicht. Warum nicht? Weil du sehr wohl spürst, dass Vaters Strenge dich irgendwie beschützt. What the fuck? Boah, das geht gar nicht. Was ist das für eine Scheiße? Das mega macht krass. Mich richtig aggressiv. Mega krass. Also, auch wenn ich erst dachte, wow, die 70er, offene und super Gesellschaft. Das ist heavy, ey. Das ist echt krass. Da ist ein Mädchen, das wird zu Hause verprügelt und alles, was die Bravo schreibt, ist ja dann so, dein Vater ist kein Nazi, mach dir keine Sorgen, aber du bringst ihn dazu, dich zu schlagen. Selber schuld quasi. Krass. Boah. Schreibt mal in die Kommentare, sind beide Seiten schuld, ja? Gibt es auf beiden Seiten gute und schlechte Argumente, also auf der Seite von Renate und auf der Seite von ihrem Vater? Abschließend würde ich jetzt ganz gerne hier nochmal in den Bravo-Treffpunkt reinschauen. Ja? Also da können Jungs und Mädels nach Freunden und Freundinnen suchen. Vielleicht ist da was für uns dabei. Soll ich mal gucken, ob da ein süßer Boy für dich dabei ist? Ja. Einsamer Strafgefangener. Als ob die das veröffentlichen. Einsamer Strafgefangener wünscht sich eine... Ist der im Knast? Ja, wünscht sich eine hübsche Brieffreundin, in Klammern 18, die keine Vorurteile gegen ihn hat. Ich würde sehr gern, ich würde mich über Bildzuschriften freuen. Karl-Heinz Da jetzt überall die Adressen mit, oder was? Wo die Leute hin? Ja, ein einsamer Stand. Und das veröffentlicht die Bravo. Was passiert denn mit den Mädchen, die da hinschreiben an den Strafgefangenen? Guck mal, wie der aussieht auch. Der sieht aus wie Pablo Escobar. Ja, der sieht aus wie Pablo Escobar. Ist das ein Hund? Das ist einfach ein Schäferhund. Den nehme ich! Für mein Frauchen, das für jeden Verständnis hat, suche ich lustige Girls und Boys im Alter von 15 bis 17. Mhm. Als würde so eine alte Frau mit einem Hund da hinschreiben und sucht 15- bis 17-jährige Kinder. Abschließend muss ich sagen, ich hätte gedacht, die wären irgendwie ein bisschen rückschrittlicher, was so das Sexuelle angeht. Ja, aber doch recht aufgeklärt alle. Voll, ja. Irgendwie aufgeklärter als heute. Aber ich dachte, dass sie bei häuslicher Gewalt in den 70er Jahren... schon ein Schritt weiter. Schon ein Stückchen... schwierig. Schwierig gewesen. Wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut mal hier vorbei. Da verlinke ich euch das Video, was wir bei Mirella gedreht haben. Wir schauen jetzt nämlich, was den Körper des Jungen erregt genau. In den 70ern.
5 Jahre vorher, 1970. Lasst einen Daumen hoch da, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu den ganzen Themen denkt und ob ihr vielleicht öfter solche Videos sehen möchtet. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst ein Abo da für mehr und bis zum nächsten Video. Haut rein! Tschüss.